Dann würde ich sagen, wir machen das Gleiche nochmal. Ich möchte dieses Zeug gerne haben. Aus drei ungewöhnlichen Karten auswählen. Ja, das machen wir mal. Altbewährte Geode rein, raus jeden. Das ist direkt da. Halte ein Schild, nimm zwei Kristallsplitter in dein Deck. Nee, komm. Machen wir das. Hey, erzählst du mir etwas über Faster Than Light? Oh, ich bin so froh, dass du gefragt hast. FTL verwendet ein Hyperraum-Knotensystem, um andere Materie zu lokalisieren. Was ist FTL in dem Spiel hier? Im Grunde genommen können wir sofort zu jedem lokalen Punkt im Zeitraum von etwa 20 Lichtjahren springen, sofern er eine ausreichende Masse besitzt. Was? Leider bedeutet das hier meistens, sich direkt in Piraten- und Kampfdrohnen zu teleportieren. Steht FTL nicht für freier Taco-Lunch? Oh. Möglich? Juhu! Was? Das ist die Standardkonfiguration von unserem Schiff. Da sind die Kanonen links und rechts. Wir haben das leicht umgeändert. Also die Geode hauen wir gleich mal raus. Pling, pling, pling. Ja, wir tanken das. Dann Kristallsplitter ins Blatt. Seine Schilde aktivieren. Das hätte ich das fast unmöglich gemacht zum Verhindern. Und das in der Mitte mit zwei Knubbeln zwischen deinen Kanonen. Was? Das ist mein Cockpit und das ist der Raketenschacht, da wo Drohnen und alles irgendwie rausgejietet werden. Okay, machen wir Pling und Pling und Pling. Schön, dass das jetzt im Weg ist. Ja, im Prinzip ist das einfach nur kostenloser Block. Kein Schild für dich, Kollege. Wir können nur zwei Damage machen. Nee. Wir können nicht wirklich ausweichen. Wir tanken aber den ganzen Schaden. Ja, nö, dann ist das egal. Nicht ins Cockpit schießen lassen. Ja, auf der Schwierigkeitsstufe, wo wir momentan spielen, ist das egal. Auf höheren Schwierigkeitsstufen ist das Cockpit, kriegst du echt mehr Damage. Komm, gib mir den großen Schild. Wo wollen wir hin? Wenn wir hier hingehen, haben wir ein Upgrade. Und trotzdem noch einen Boss. Okay. Dann muss ich nicht so wie die ganzen Teile vom Schiff umstellen. Ja, komm, wir kriegen immerhin 2 Max Rumpf dafür. Das ist okay. Ich wusste, dass du cool bist. Wie kann das besser sein? Jedes Mal stark. Eunice! Cleo, kann ich dir was bringen? Ich hoffe doch. Da machst du 2 Geoden. Alright. Ja, komm. Aber das exhaustet nicht, ne? Na komm, mach mal hier die 2. Einmal bitte umschalten. Oh, ich hatte keinen. Okay. Oh, ich dachte, wir ändern den Kurs. Okay. Für was, Geode? Dass der Gegner ein Hindernis hat. Und wenn der Geode zerstört wird, kriegen wir ein Kristallenergie-Gedöns. Also. Das hier. Splitter. Ich hasse das, wenn die uns Sachen ins Deck schmeißen. Oh, ich kann übrigens auch selber abschießen, wenn es ist, ne? Falls du dich das auch fragst.
kommen aus dem Raketenschacht. Ja, genauso wie Drohnen, Asteroiden, die du teilweise benutzen kannst und so. Ja, so langsam wird's eng in unserem Deck, ne? Immerhin kommen die auf den Ablagestapel. Wir haben eben noch 12 zum Ziehen. Ja, gut. Puh. Noch eine Frage, hau raus. Schildwaffe, ja. Worauf musst du denn achten, wenn du auf den Gegner schießt? Das zeige ich dir gleich, wenn ein Gegner da ist. Okay. Bei dem ist es jetzt ein bisschen schlecht zu erklären. Zeige ich dir bei einem anderen Gegner. So, wenn ich den jetzt mache, ne? Habe ich den Schuss blockiert. Und wenn er das weggeschossen hat, kriegen wir den Splitter. So, hier oben zum Beispiel. Automatisches Ausweichen. Bewegt sich nach rechts, wenn wir ihn treffen würden. Auf sowas muss man da zum Beispiel aufpassen. Zack. Natürlich auch, wo er hinschießt. Was er für Schwachstellen hat. Der hat jetzt momentan nicht wirklich welche. Passt so, kriegen einen Damage. Bei uns ist es zum Beispiel so, die Kanone, die nicht aktiv ist, kriegt einen Schaden weniger. Naja, weicht immer aus. Ja, dann kriegen wir wenigstens den Splitter. Wobei der ist für uns momentan nicht wirklich relevant ist, ne? Ich habe auf einen EMP gehofft. Schade. Hätten wir nämlich das Ausweichen verhindern können. Er weicht nach was aus? Nach rechts. Okay, erste Runde gibt's mehr Energie. Scherz-Unterprogramm beendet. Tötungsmodus aktiviert. Uiuiuiui. Da muss er da auch mal gucken, ne? Was er macht, wo du vielleicht einen EMP-Geschoss reinhauen solltest. Hier zum Beispiel, dann wird er nämlich auch keinen Status machen. Zack, weg damit. Ja, bereiten wir schon mal vor hier. Gut, dass wir nichts haben, was uns was bringt. Ja, die Kristallsplitter brauchen wir ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Hat er gesagt und kriegt dadurch mehr Damage. Ja, er gibt uns Hitze, wenn er uns trifft. Nicht gut. So, bei 3 Hitze am Rundenende kriegen wir einen Rumpfschaden. Außer natürlich, wir töten den vorher. Aber bei einem größeren Gegner sehen wir dann auch gleich ein bisschen was anderes. Hitze kann auf minus 3 reduziert werden, das ist stark. Komm, nimm mal 2. So, hier zum Beispiel. Das Ding erleidet einen Schaden mehr.
also hier, temporäre Schilde wieder aktivieren, wird sich selber boosten. Ist alles so, sind alles so Sachen, ne? Ja. Ja gut, wir können alles spielen, aber nicht allzu gut. Gut, dass wir das da übersehen haben. Bei jedem Treffer feuert dieses Schiff unmittelbar einen 2-Schadensangriff ab. Habe ich übersehen. Nö, ich kann keine Waffen auf mein Schiff dazu bauen. Okay, mit dem EMP kann man jetzt Folgendes machen. Du kannst nicht nur eingehende Angriffe oder Raketen oder sonst irgendwas deaktivieren, du kannst auch diese Effekte deaktivieren. Das machen wir auch. Wir sagen, du machst jetzt gefälligst keinen Gegenangriff. Ja, komm, wir machen den Schaden. Kein EMP, um das jetzt nochmal zu verhindern, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Dafür gibt es andere Schiffe mit anderen Waffen. Ganz genau. Oh, das war jetzt auch gefährlich, was ich gemacht habe. Ich hätte nämlich auch aus dem Ziehstapel... Na, ist keiner drin, ne? Aber das hier, beim Ziehen sofort für einen Schaden angreifen, das ist ungünstig, wenn er diesen Status hat, ne? Weil er dir dann sofort 2 Damage auf die Phrasen gibt. Deswegen... Lieber so, ne? Man kann es ja trotzdem den machen. Wir können ja jetzt in Minushitze gehen. Oh. Das war schwach. Ich hätte zumindest noch die Kanone switchen können, ne? Das wäre noch eine Idee gewesen. So, das ist im Prinzip extra Schaden. Ich werde jetzt aber... Ich hätte ihn töten können, ne? Egal. Dann machen wir das eben jetzt. Oder auch nicht. Hallo, Mann, ich will doch nur jetzt... Gosh! Nochmal ein Altbewährt. Ha! Ja, komm. Okay, Drakes Schaden ist höher. Ja, ein zufälliges gegnerisches Schiffsteil wird brüchig. Musst du aber erstmal finden, ne? Ah ja, da sparst du dir einen Splitter. Hier bekommst du im Prinzip... Ja, komm, gib nochmal das mit dem einen Splitter sparen, danke. So, was hätten wir hier Schönes? Ja, gut. Die hebe ich mir jetzt erstmal auf. Ja, gib mir... Oh, wir haben nicht mehr... Ja, komm, den Damage tanke ich jetzt erstmal. Alter, Liga, da ist aber lange Trinken geholt. Bist du zur Tanke gelaufen, oder was? So, EMP-Geschoss ist stark, wenn du hier die 3 rausnehmen kannst. Ne? Dann kriegst du hier nämlich auch keinen Damage, weil du einen Schaden weniger kriegst.
wollte gerade sagen, das wäre eigentlich fast verschwendet. Hier würdest du zumindest Schaden machen. Ja. Es ist auch voll, ne? Das hier ist jetzt stark. Kriegst du Splitter, kriegst keinen Damage. Wir gehen mal auf weniger. Oh shit! Wieso habe ich denn das Ausweichen nicht aktiviert? Oh. Eieieiei. Was der Kackehaufen auf dem Medusa-Feld ist? Eine Schlange soll das darstellen. Nehme ich jetzt mal an. Einfach nur das Symbol dafür. So, EMP. Jetzt hätte ich fast hier drauf geschossen. Oh, wir haben die brüchige Stelle gefunden. Nice. Warme Schoki, nice. Schon wieder. Oh, Schaden gleich fehlender Rumpf. Hallo. Jede Runde Hitze kriegen, aber jede Runde auch zusätzliche Energie ist auch stark. Ja. Dann kriegen wir halt so ein bisschen Rumpfschaden, aber da ist dann die andere Karte, die wir, oder das, doch die Karte, die wir gerade gezogen haben, auch interessant. Okay, was machen wir hier? Gedöns. Ja, das mit der Hitze. Gib mir doch irgendwas Starkes, um in die Mitte zu ballern, ey. Jetzt hätten wir so eine 3, ne? Aber da ist aber auch kein Schild mehr und keine Möglichkeit da. Medusa hat er hingemacht. Fangen B ist auch interessant. Okay, hier unten wäre was zum Aufwerten. Und einen Boss. Ja. Ja, dann gehen wir runter. Sir Razzo! In einer weiteren Spielart des ehrenvollen Duells anlocken. Beide Parteien vereinbaren, die schwachen oder brüchigen Teile des anderen nicht anzugreifen. Der Gegner kann sich anders verhalten, wenn du die Regeln befolgst oder brichst. Nee, ich habe keine Schwachstelle auf dem Schiff. Das, dann haben wir immerhin direkt 2 Splitter. 3 Splitter, Schneekarino. Das kommt weg.
Ich hab was für nach rechts. Dann machen wir mal fangen. Dann kann ich das wieder freigeben. Für 0. Okay, das ist nicht schlecht. Braucht's nicht, aber interessant mit dem Fangen und Freigeben. Kann man mal machen. Explosives Geschoss. Ich glaube, ich nehme das schnurstracks mit minus... Doch ja, versuchen wir das auf minus 1 umzuwandeln. Karte aufrüsten, dann machen wir das doch direkt, oder? Wo ist denn schnurstracks hier? Krass, voll krass. Oh Gott. Schnutenkulig. Ich brauche mehr Max-Schild, damit das hier stärker werden kann. Ohohoho, wir haben die Schwachstelle gefunden. Oh. Und ich hätte auch gar nicht den Kristall aufbrauchen müssen. Könnte eins nach links, das wären 4 Damage. Was? Thomas nuckelt am Papier? Ich meine, gut, jeder hat seinen Fetisch, ne? Aber das. Ja, okay, das geht weg. Gefällt mir. Okay. Rauchen, ach so. Das dachte ich gerade schon. Was zum Henker ist das hier? Bei jedem Beschuss des Schiffes erhält der getroffene Teil für die restliche Runde Panzerung. Von Schwach auf Panzerung umgestellt, ne? Super. Völlig egal. Ah, crap. Er hat zweimal geschossen, das habe ich übersehen. Er fügt sich selbst Schaden zu, das finde ich gut. Ah, scheiße, das kann ich den nicht mal machen, ne? Oh.
Ich liebe den hier. Nee, so ist okay. Ich wollte gerade sagen, eins nach links rüber und die Waffe switchen. Nee. Die bleibt im Deck. Oh. Okay, ich dachte, das wäre für den Kampf. Ah, das ist natürlich auch stark, ne? Das gefällt. Sagen, wir versuchen die da einzusammeln. Hä? Ja, das bleibt. Kann man da töten, damit wir keinen Damage kriegen. Ich habe drei. Ich hätte noch dann einen hier. Ich komme da nicht rüber. Shit. Na gut. Leider nicht, die hätte ich schon gerne genommen. Also wir brauchen mehr Mobilität, ne? Perfekte Probe, ja, da heilst du dich um zwei, aber... Das wird dann rausgeworfen. Andererseits kriegen wir da das dann in... Nee, wir... Ach, das ist minus eins Max-Schild, das ist scheiße. Komm, gib mir den. Die Resonanzgabel, Splitter am Anfang voll machen, jo. Wir haben seine Schwachstelle gefunden. Schade, dass wir das andere nicht haben, ne? Von wegen Zeug ansammeln. Ha, ja, nee, komm, wir kriegen sowieso Schaden wegen dem Feuer. Hitze, wie auch immer. Das einsammeln, verdamm ich doch! Oder fangen, wie auch immer. So, zwei nach rechts, die Sachen einsammeln. Wie so ein Staubsauger, ne? Dann wandeln wir das dann noch in eine Geode um. Bereiten uns vor. Viel Angriff und Schild, aber ein Minus in Beweglichkeit. Ja. Wir haben aber nicht so viel Angriff. Also so ist es ja nicht, ne? Den brauche ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aus dem Herzen der Hölle nehmen wir jetzt her. Das tanken wir weg. Das tanken wir weg. Okay. Die Suchrakete wird auch geblockt. Ich switch jetzt mal. Wir wissen, ob hier vielleicht auch was ist. Nee. Da gibt's nur den einen, ja, gut. Die Schildwaffe kann ich benutzen, dann hätten wir 5, das reicht. Okay.
Es ist ein bisschen taktischer, ne? Das ist auch interessant. Ja. Wir haben ja gesehen, wir brauchen mehr Beweglichkeit. Ah, jetzt Medusa benutzen wir auch stark. Da werden alle Asteroiden in, würden umgewandelt werden. Wir können aber auch einfach sagen. Dann kriege ich da den... Ach, hier habe ich volle Splitter. Gut, dass ich das genutzt habe. So, zwei Ausweichen dazugekriegt. Gleich mal verziehen. Ja. Nochmal die scheiß Abgrundvision. Ja, das war die Hitze, die uns getroffen hat. Okay. Wir könnten... Eins nach links wäre nicht so schlau. Machen wir die Schilde voll. Oh, er hat die zwei hier als... Schwachstellen. Ich kann nur nach rechts. Weißt du was? Machen wir den. Tja, mit der Rakete ins Maul, ey. Mineralien vorkommen, das kannst du switchen nach links und rechts. Nee, will ich nicht, ehrlich gesagt. Das hätten wir vorher gut brauchen können, ne? Ich weiß, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir viele drei Energiekarten haben. Eine bisher. Da bin ich mir echt noch unsicher. Das braucht einen Kristall weniger. Aber der C-Konzept, den kannst du auch drehen. Muss ich mir vielleicht merken. Das würde alle Schilde mitnehmen. Haben wir jetzt aber nicht so ganz. Plus 2, 2. Ja. Oh, ich hoffe, der Schaden war nicht groß vom Dacheinsturz. Oh, gleich kommt wieder die geile Musik. Ah ja, du bist hier schon brüchig markiert.
Schön, dass sie sich genau so hinmanövriert hat, ne? Geht nix über diesen Track, ne? Nur einen einsammeln von denen. Und das sind auch nur normale Raketen. Ne? Dann würde ich eher sagen, ich gehe nach. Dann gehe ich eh schon nach links. Schieß einmal drauf. Schieß einmal drauf. Nehm das Medusa-Feld. Das war auch irrelevant, ne? Weil wir nur aufs Temp-Schild geschossen haben, aber hey. Ah ja, stimmt. Das ist die einzige Karte, wo die 3 was bringt. Oder das eine Artefakt, was wir genommen haben. Oh, ich hätte mir Schaden sparen können. Indem ich hier die Waffe geswitcht hätte. Habe ich noch was zum Heilen? Eigentlich nicht. Komm. Mag den berühmten Irrelefanten. Ja, der hat keine Ahnung, ne? Wow. Das ist jetzt schon auf B, ne? Schilder Ausweichmanöver am Anfang. Ich glaube, ich werde den das andere auch upgraden. Dann fehlt uns nichts, das ist schlecht. Okay, das ist nicht. Wir gehen mal auf die Suche, wo seine brüchige Stelle ist. Es sind nicht die zwei. Wir haben die Stelle gefunden. Hätten wir irgendwas mit 0 zum Ziehen? Eigentlich nicht. Dann, ja, die Freigabe bringt es aber auch nicht. Wir haben 3 Ausweichen. Ich würde sagen, ich fress ein bisschen Damage. Sollen wir hier schon mal voll drauf gehen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist aber mit der Hitze absolut voll, absolute Vollkatastrophe, ne? Das habe ich jetzt nicht bedacht. Oh, da müsstest du die Hitze besser regulieren können. Ah, ich glaube, das wird Joker-mäßig ganz am Ende. Ah, ärgerlich. Das wird die absolute Notfallkarte werden. Ich muss die Kanone gar nicht umschalten, weil wir eh nichts haben. Ist wie das letzte Mal, ne? Wir haben zu wenig Angriffsteile.
Oh, jetzt habe ich nicht mehr die Energie dafür. Oh. Das würde 3 Schaden machen. Das würde ihn auch nicht rausnehmen. Shit. Wir sind tot. Das wären nochmal 2 Damage. Wir können uns 1 nach links bewegen und das war's. Also wir sind... Ja. Oh. Oh, wie gut! Wir haben uns auch noch selber eine Rakete reingedrückt. Das hat Spaß gemacht. Wir wären so oder so gestorben.